Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar der ersten in 2024 von Hey, ich bin Monika. Ja, ich bin Monika Breitinger und zuallererst wünsche ich natürlich ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ja, oftmals ist das ja dann auch gekrönt mit den Vorsätzen. Man nimmt sich was vor, man möchte etwas in seinem Leben verändern, da nehme ich mich gar nicht aus. Und sagt sich, oftmals sind es ja die Klassiker, jetzt möchte ich mehr abnehmen, jetzt möchte ich mehr mich bewegen, jetzt möchte ich mehr Sport treiben oder sogar das Rauchen aufhören. Also da gibt es ja viele Dinge, die im Leben mehr Energie bringen sollen. Aber oftmals ist es ja so, und es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass bereits Ende Januar nur noch 30% der Vorhaben wirklich Bestand haben. Warum ist das so? Und was kann man wirklich tun, um die Dinge, die man doch so gerne in seinem Leben haben möchte, mehr in sein Leben hineinzuziehen? Zuallererst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das bin ich genauso. Und wir wollen einfach manche Dinge einfach so belassen und möchten, dass es sich schnell verändert und am besten vielleicht sogar gestern schon passiert ist. Aber das, so funktioniert es einfach nicht. Und es gibt natürlich immer Ziele, und es ist ja auch nichts Verwerfliches, ein Ziel zu haben und dieses dann auch wirklich anzuvisieren, zu fokussieren und wirklich auf die Straße zu bringen. Von daher ist es wichtig, dass aus den Wünschen auch wirklich etwas erreicht werden kann. Und da hat sich eine Methode mittlerweile herausgestellt, die hier ganz große Erfolge feiert. Und das sind die sogenannten Micro-Habits. Das heißt, kleinste Veränderungen, die letztendlich dazu es viel leichter ermöglichen, seine Ziele zu erreichen. Und das ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber es gibt mittlerweile sogar wissenschaftliche Studien darüber, und da möchte ich ein wenig tiefer reingehen. Und zwar hat man zwei, es ist eine englische Studie, wo es ums Abnehmen ging. Und man hat hier zwei Gruppen gehabt, die letztendlich, wo es letztendlich darum ging, abzunehmen. Also die erste Gruppe hat hier einen wirklichen Auftrag bekommen, und zwar das Ganze sollte innerhalb von einem halben Jahr stattfinden. Das muss ich noch vorausschicken. Also die erste Gruppe hat den Auftrag bekommen, du innerhalb von einem halben Jahr nimm jeden Tag etwas in dein Leben hinein, was deine Essgewohnheiten ändert. Zum Beispiel eine Portion Gemüse. Und das wirklich über diese längere Zeit wirklich auch zu tun. Und der anderen Gruppe wurde letztendlich nur der Auftrag gegeben, innerhalb von einem Jahr, von einem halben Jahr, ja, Gewicht zu reduzieren. Und nach einem halben Jahr wurde natürlich kontrolliert. Und es ist sehr, sehr interessant, was dabei herausgekommen ist. Nämlich die Gruppe, die hier ja, den Auftrag hatte, in ihrem Leben eine ganz winzige Kleinigkeit zu verändern, die hatte unterm Strich 3,8 Kilogramm weniger im Durchschnitt. Also das ist ja wirklich ein Erfolg. Die andere Gruppe, die letztendlich nur den Auftrag, was heißt nur den Auftrag erhielt, wirklich etwas, ja, für sein Gewichtsmanagement zu tun, die waren weit abgeschlagen. Teilweise haben die Leute sogar aufgehört. Und dann hat man natürlich gefragt, hey, wieso ist es so? Und die Leute, die hier wirklich etwas in ihrem Leben ganz klein verändert hatten, haben gesagt, ja, irgendwann war es wirklich eine Gewohnheit. Und ich habe dann ein ganz komisches Gefühl bekommen, wenn ich das nicht gemacht habe. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Erfolgsgeheimnis, dass wenn wir dann wirklich Ziele erreichen wollen, die wir dann wirklich konkretisieren können, dass wir im Kleinsten erstmal anfangen und das dann peu à peu steigern. Und das zeigt es ja auch. Und ich kann nur von mir sagen, ich habe das nicht nur zur Jahreswende gemacht, sondern bereits weitaus vorher. Denn mir ist es wichtig,
hier zu sein und ganz viele Menschen, also auch dich zu erreichen, zu inspirieren, zu ja, informieren und einfach zu bewegen, jung und erfüllt älter zu werden. Und dazu muss man sich zeigen, ganz klar. Und das habe ich irgendwann angefangen. Ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wann das war, aber es war in kleinen Schritten, in Häppchen, dass ich erstmal mich selbst angeschaut habe und dann nach außen gegangen bin. Heute mache ich das gerne und heute ist es eine richtige Vision geworden. Und ja, wir können ja jederzeit verändern. Wir brauchen nicht unbedingt die Jahreswende dazu. Also, wenn du etwas verändern möchtest, dann kannst du jetzt losgehen in ganz kleinen Schritten. Viel Erfolg dabei und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!